Hallo, herzlich willkommen zu Flemmex und Metamorphosis 1.3, dem mittlerweile vierten Teil meiner Workshop-Reihe, Tutorial-Reihe über den Flemmexcent und was man mit dem noch so alles anstellen kann. Gut, für alle die hier neu einsteigen und nichts kapieren oder nicht wissen, worum es geht, den empfehle ich Teil 1.0 und 1.1 und 1.2 natürlich anzugucken, dann wird man schon schlauer. Das Ganze richtet sich hier aber schon ein bisschen an Fortgeschrittene, nur mal zur Info nebenbei. Gut, wir sind mittlerweile bei Flat Flams angelangt, die wir durch den Flam Accent schicken sozusagen. Nochmal einmal kurz, ein Flat Flam ist für mich, oder so wie ich es gelernt habe, ein leiser Vorschlag, lauter Hauptschlag, also beim Flam, wo die Schläge aber gleichzeitig sind. Das heißt, es ist eigentlich gar kein Vorschlag mehr, aber ein leiser und lauter Schlag zur gleichen Zeit. Interessant wird das, wenn man die abwechselnd spielt, wie dann die Bewegungsstruktur der Hände ist. Wenn man da in den Möller-Bereich geht, wird das ganz spannend. Ah, seht ihr vielleicht. Also das wären eben Alternating Flat Flams gewesen. Flat Flams von Hand zu Hand. Okay, zurück zu den Übungen. Wir haben in der 1 den Flam auf den Downbeats 1, 2, 3, 4. Und entsprechend ist er wie in der Übung 1 von die Nummer 1 in 1.2 die gleiche aufgrund Aufbau und Struktur dieser Übungen. Ich mache mal die 1 vor, hier mit einem schicken Metronom. Triolen sind schon eingespielt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, 4 triplet, 1 triplet. Takite, 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 takite. Soweit so gut. Kennt ihr aus 1.2, wenn ihr die vorangegangenen Tutorials gemacht habt schon. So, jetzt wird spannender. Jetzt wandert der Flat Flam nämlich in der Übung Nummer 2 auf die zweite Triolen, Achtel der Achteltriole, der Zungenbrecher. So, das wäre dann nämlich 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Takite, 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 takite. Heißt, wenn man Konokohl benutzt, auf der Key landet, also der unbetonte Flat Flam. Jetzt wandert er weiter in der 3 und landet auf der dritten Triolen, Achtel der Achteltriole. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Taki, te, taki, te, taki, te, taki, te, taki, te, taki, te. Te taki 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 te ta. Okay. So, da haben wir die Übung schon wieder durch. Jetzt das Spannende daran ist eben auch, also wozu macht man das eigentlich? Wenn wir die Hände separat betrachten, das habe ich mal notiert, unter den jeweiligen Übungen steht, was macht denn eigentlich eine Hand alleine? Also auf, wenn ich es auf zwei Spielflächen verteile. Weil jetzt kommt der absolut spannende Teil, finde ich. Das war für mich einfach
so ein Augenöffner. Ich mache mal ein bisschen schneller hier. So, Achtung. Die 1, ja, auf einer Spielfläche. Takite, 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 takite. Und jetzt auf zwei Spielflächen. Gemerkt? Eigentlich ganz spannend. Die Hände mal separat betrachten. Da steht dann jeweils unter den Übungen drunter, was die Hände machen würden, wenn sie alleine spielen täten. Ich habe das immer so gemacht. Erste Hälfte vom Takt die rechte Hand, in der zweiten die linke Hand alleine. Das ist jetzt nicht als Übung gedacht, dass man das so spielt. Kann man aber machen. Ne? Das wäre die 1, das Beispiel mit rechte und linke Hand alleine als Übung. Okay, gut, das war es dann erstmal von mir soweit. Beschäftigt euch damit, wenn es Spaß macht. Bei Fragen fragt mich post@oliver-himmelkoffen.de oder auf den bekannten Kanälen YouTube, wie heißt das andere? Instagram, Facebook, genau. Wie gesagt, Downloads des Arbeitsblattes auf meiner Seite oliver-himmelkoffen.de. Ich unterrichte in Frankfurt, Oberursel-Weißkirchen, wer da Bock drauf hat, aber auch online, Skype, wer Bock hat, einfach mich anhauen. Ansonsten bleibt mir gewogen und wir sehen uns. Und im Übrigen, dieser Vortrag wurde Ihnen präsentiert mit Agnes Dix. In dem Fall wirklich meine Basler Trommelsticks von Agner Nummer 6, Weißbuche. Ja, okay, kleine Werbung, muss ja auch sein. Okay, bis dahin, ich grüße euch und wünsche alles Beste. Ciao.